geht ab, Leute, und wir fangen jetzt an mit einer Trainerkarriere. Wir fangen jetzt mit einer Trainerkarriere an und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mir die Mannschaft ausgesucht habe. So, Leute, das ist unsere Mannschaft. Wir gehen mit dem FC Bayern ran. Ja, wir spielen mit FC Bayern München die Karriere und... lass ich mal 4 Minuten. Ganze Teams. Standard, genau. Oder wollen wir die lieber auf individuell, aber da habe ich eh nichts mehr. Nee. Alles klar. Mache ich das noch? Und. Zack. Ja, und dann lasse ich das einfach mal gerade so. Und dann werden wir jetzt auch rangehen. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier den Namen und so eingegeben habe. So, ich habe jetzt hier alles eingegeben. Wo riecht der neue FC Bayern Bus auf den Prüfstand? Und ja, ich habe jetzt hier alles eingegeben. Lädt das kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon in der Karriere. Und ja, mit dem FC Bayern München. Und ja, unser Team sieht dann erstmal so aus. Und wir werden dann jetzt auch gleich sofort kaufen. Ich habe schon 2 im Gedanken. Einmal ihn hier. Einmal Douglas Costa von Shakhtar Donetsk. Und jetzt seht ihr oben, jetzt bin ich angemeldet. Ja, ist nun mal so. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt Douglas Costa. Ich schicke meine Anfrage raus. Und dann noch gleich hinterher natürlich den anderen. Vidal. Arturo Vidal. Schicken wir auch meine Anfrage raus. Weil der sollte ja einiges kosten. Habe ich gehört. Ich habe mal gesehen im Let's Play von anderen, dass man Arturo Vidal, dass er Arturo Vidal nicht unter 40 Millionen bekommen hat. Ja, gut. Jetzt können wir alles wegmachen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges gelöscht, weil ich nicht gerade wirklich gut hingeguckt habe. Ja, auf jeden Fall. Und genau, dann wollte ich noch genau, Kingsley Coman, der ist natürlich, der ist richtig gut, ist der. Auch eine Anfrage raus. Und ja, wen ihr euch immer mal gönnen könnt, wenn ihr mal mit einer schlechteren Mannschaft geht, mit Bayern jetzt natürlich nicht, aber zum Beispiel den hier, David Ecken. Das ist ein richtig geiler Spieler. Vielleicht kennt der ein oder andere den. Der hat auch 92 Pace, ist ein Silberspieler in Ultimate Team. Hat zwar nur 3 Sterne, aber ich schwöre euch, der geht richtig ab. Das ist ein richtiger, heftiger Spieler. Den könntet ihr euch mal echt zulegen. Und heute machen wir natürlich noch gar kein Spiel. Nächste Folge denke ich mal auch noch nicht. Wie die 3. Folge sein wird, weiß ich nicht. Douglas Costa 20, Vidal 55. Ja, gut. Kingsley Coman, Roman oder wie auch immer. Vielen Dank für die Zeit kurz für diesen Verein, Juventus tätig. Das hasse ich, ne? Also, ehrlich. Na, dann wird das mal wieder nichts. Meine Fresse, nächste Saison. Gut, Arturo Vidal, ich glaube, den können wir uns erstmal sparen. Ich glaube, aber ich werde auch, nee, das werde ich nicht. Ich war immer damit am Scheitern, ob ich Franck Ribéry verkaufe, weil der auch innerhalb von 2 Saisons geht er auf seine 70 runter. Das geht gar nicht.
Und Douglas Costa geht eh für mich anstatt Ribéry vor. Weil Douglas Costa ist viel besser. Und ja, ich biete mal. Biete mal 15,5. Ja, 15,5 ist gut. Okay, den kann ich wegmachen. Arturo Vidal, den lasse ich erstmal noch. Ich will mal gucken, wie teuer der denn überhaupt ist. Ach, 55 Millionen, das ist genau das, was wir jetzt gerade im Budget haben. 55 Millionen. Aber der wollte noch einen kleinen Ticken mehr, ne? Eine halbe Mille. Wollte der 55,5. Naja. Erstmal warten wir jetzt auf die Anfrage, also auf Douglas Costa, was er sagt. Angebot für Thiago. Nee, das auf jeden Fall nicht. Und ich war früher so dumm. Ich habe früher schon mal eine Karriere gemacht mit Bayern. Und da war ich wirklich so dumm und habe Thomas Müller verkauft. Und ich sehe bei jedem anderen Let's Player, der kommt auf eine 90. Oder mindestens 88, 89. Und ich war so dumm, ne? Und wo ich dann geguckt habe, steht, der Verein, den er dann geholt wurde, blablabla, da hat er eine 88 gehabt und dann konnte ich den auf einmal nicht wiederholen und so. Und Douglas Costa wurde akzeptiert. Ja, gut, dann machen wir 4 Jahre. Dann machen wir erstmal wichtiger Stammspieler. Weil jedes Spiel wird auch nicht drin sein. Und Vidal, da werde ich jetzt nochmal ein Boot draus machen. Da werde ich jetzt 34,5 machen. Also ich habe gesehen, man muss wirklich für Arturo Vidal über 40 Millionen machen, damit du den wirklich kriegst. Aber manche haben natürlich auch Glück und kriegen den. Okay, Douglas Costa hat akzeptiert. Den haben wir auf jeden Fall. Alles klar. Verpflichtung akzeptiert. Da brauche ich jetzt erstmal nicht ins Team reingehen. Das machen wir gleich noch. Bis wir die Anfrage von Arturo Vidal jetzt gesehen haben. Ja. Inakzeptabel. 42. Wie viel habe ich denn noch? 39. Ich habe gesagt, ich kriege den nicht über 40. Na komm, dann machen wir das und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich bin jetzt hier und ich will jetzt diesen haben. Ich biete mal, ach Mensch, ich biete hier 42,5 und dann ist es gut. Wir können Angebot leider nicht genehmigen. Wir haben nicht die finanziellen Mittel. Ach so, ach Mann. Müssen wir das nochmal machen? Ach so, ist nur 1,5. Halt. So. Jetzt sind sie aber zufrieden, oder? Oh, ich hoffe, ich brauche hier gerade keinen Scheiß, ey. Ich biete jetzt die 42 an Arturo Vidal und dann ist die Sache gegessen und dann haben wir diesen Spieler. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir diesen Spieler vielleicht haben. So, dann bin ich wieder im Hintergrund. Hört ihr vielleicht mal wieder meine Mutter, die wieder jeden Tag am Saugen ist. Und mit diesem beschissenen Sauger. Mein Bruder, der ist so ein kleiner Bruder immer Angst kriegt und ausgerechnet jetzt muss ich natürlich wieder saugen. Naja, ist ja egal. 190. Ich glaube, da kann man 180 machen und dann, ich finde, Bayern ist ein bisschen finanziell am Abkacken in FIFA 15 in der Karriere. 55 Millionen, ein bisschen wenig. Das ist auch noch ein wichtiger Stammspieler. Da haben wir natürlich noch Lahm, Schweinsteiger. Den werden wir natürlich behalten, den will ich behalten, den werde ich jetzt nicht so wie in echt machen nach United. Habe ich gar keine Lust drauf, weil der kann sich auch mal auf seine 90 entwickeln, wenn man wirklich richtig gut spielt, auf 91 sogar. Und dann, wenn er dann älter wird, dann geht er auch noch. Ja. So, akzeptiert! Dann haben wir jetzt Arturo Vidal auch und dann sind wir jetzt finanziell am Arsch, aber
Das ist eigentlich ganz okay. Und ja, dann stelle ich euch jetzt nochmal mein Team vor und dann ist das auch fertig, dieser Part. Bis gleich. So, okay, Leute, das ist jetzt hier mein Team, mit dem ich ab und zu mal rangehen werde. Ich habe jetzt die Ausstellung so gelassen. Ich werde da natürlich noch einiges dran machen, aber das mache ich dann in Ruhe alleine. Und ja, natürlich werde ich auch noch immer auswechseln mit Xavi Alonso, Rode, Ribéry, Bernard, Mario Götze, Philipp Lahm, Thiago, Martinez auch mal, Bart Stuber natürlich, Dante nicht, Pizarro auch nicht, weil, na, Pizarro, was weiß ich, guck doch mal das Alter an, der wird in, was weiß ich, in 5 Tagen wird er auf 77 sein und dann wird er irgendwann auf seine 69 kommen. Oh ja, auf jeden Fall war es das jetzt mit dem ersten Part und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Ich sage ciao.